Wir sind hier beim neuen Budokan-Center in Nendeln. Zu Gast beim Metin Kayar. Schön, dass wir hier sein dürfen. Hoi Andreas, danke vielmals für die Möglichkeit. Budokan hat viel mit Japan zu tun. Du hast das, glaube ich, dort können weiterentwickeln und deinen eigenen Stil, also Budokan, bei Metin Kayar entwickeln. Richtig, das ist mir nämlich sehr am Herzen gelegen. Das war meine Vision. Meine Idee war eigentlich, dass ich die japanische Kampfkunst wieder vereinen möchte. Diese Idee habe ich können umsetzen, durch dass ich durch Japan gereist bin und habe das Budokan dort vorstellen in verschiedenen anerkannten Schulen. Du bist 16-facher Weltmeister. Darüber lernen wir dann noch Neues. Aber als erstes gibt es gerade eine Neuheit. Wir gehen jetzt rein in den Indoor-Spielplatz. Richtig cool, oder? Dass es jetzt im Rheintal auch so einen Indoor-Spielplatz gibt. Und da kann man auch Geburtstag feiern. Richtig, und die sind sogar sehr beliebt. Wir haben jetzt im April, Anfang April, Ende März haben wir eröffnet und bis jetzt haben wir unzählige Geburtstage da. Und wir haben nur ganz tolle Rückmeldungen. Und das freut uns natürlich. Wie familienfreundlich das Budokan-Center hier in Nendeln ist, haben wir jetzt ja eben gesehen im Indoor-Spielplatz, Metin. Du setzt aber auch hier beim Fitnessbereich auf Familie. Seit 2007 gebe ich Training und das Konzept ist einfach auf Familie ausgelegt, weil die, die zu mir trainieren können, erleben eine familiäre Stimmung und auf dem haben wir natürlich das Ganze ausgebaut und aufgebaut. Und da sind wir jetzt gerade in unserem Fitnessstudio. Wenn wir jetzt die Farbe anschauen, dort haben wir die Farbe oder die Farbkombination so gewählt wie in einem Tempel in Japan. Dass die Familien, die zu uns ins Training kommen, dass sie aber da hinfahren können. Und wir sind ein bisschen anders aufgestellt wie die anderen Fitness. Das heißt, wir setzen einfach hier mehr auf eine familiäre, ruhigere Atmosphäre. Sehr gut zu dieser Sendung hier bei TV Rheintal passt natürlich auch das super Video von dir vom Schloss Werdenberg. Wie ist es zu dem gekommen? Dort haben wir eine Schwertkampf-Videoaufnahme mit einem Meister aus Deutschland. Sein Name ist Peter Wetzelsberger. Er ist im Guinness-Buch der Rekorde drin. Er ist ein mehrfacher Weltmeister. Und mit ihm zusammen haben wir eine Schwertchoreografie dort aufgenommen in dieser historischen Atmosphäre, was natürlich auch eine ganz tolle Produktion war. Also es lohnt sich auf jeden Fall einmal auf den YouTube-Kanal von Budokan bei Metin Kayar zu gehen. Es hat auch ganz interessante Geschichten drin über Schüler und Schülerinnen vom Sensei Metin. Aber jetzt hier bei TV Rheintal wollen wir doch einmal ein bisschen reinschauen in das Video vom Schloss Werdenberg. Im dritten Stock vom Budokan Center in Nendeln ist es hier schon. Da gibt es Gruppentraining, Personal Training, aber auch Familientraining. Und da sehen wir jetzt nämlich den Metin mit der Anna und dem Can am Trainieren. Und wie es da dazu gekommen ist, das erfahren wir jetzt von der Mama, von der Marie. Schön bist du da, Marie. Hallo. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ihr mit dem Metin trainiert? Ja, wir waren mal unterwegs von, ja, Wuchs nach Schaan auf der Straße und dort stand eben dieses Ninjago-Tor direkt vorm ehemaligen Dojo und da sagte der Can dann, Mensch, das ist doch Ninjago, was ist da? Und ja, da habe ich dann mal geschaut, da stand dann auch schon die Information, was man alles lernen kann und das hat uns natürlich richtig neugierig gemacht.
Daraufhin sind wir dann reingegangen und der Medien war auch gleich ganz offen und hat uns alles gezeigt. Und das hat uns so dazu gebracht, dass wir einfach sagten, wir probieren es mal aus und sind zu einer Probestunde gegangen. Und das ist eben auch cool, dass man da das alles flexibel haben kann, oder? Genau. Auf Termin, jetzt da quasi als Familiengruppe und eben auch Personal Training. Und das hast ja du auch angefangen. Genau, richtig. Damit habe ich auch angefangen, weil es bei mir auch, ich fliege halt und da war es ein bisschen schwierig, immer mit den Zeiten, mit Gruppen Unterricht und ja, da ist der Mädchen dann ganz flexibel und man kann wirklich jederzeit, man muss nicht zu einer bestimmten Zeit trainieren, er ist da wirklich von montags bis sonntags verfügbar und das ist natürlich auch einmalig, muss ich sagen. Also danke, Marie, dass du da uns einen Einblick gegeben hast ins Familientraining da beim Budokan Center in Nendlen. Und so ein Personal Training, das würde ich jetzt gerade auch ein bisschen ausprobieren mit dem Sensei, mit dem Kaya. Ich sage vielleicht einmal ganz kurz schnell, wie es am Ende ausschauen sollte. Einfach ein paar kurze Techniken. Wow, und wie kann ich jetzt das lernen? Also Basis, wir starten mit dieser Übung. Also es schaut nicht so verrückt aus, wenn man startet. Das ist die erste Übung, die man macht. Man lernt es nun Chaku zum Übergehen. Schau mal! Ha, wie findest du? Sehr gut, sehr gut. Das ist natürlich das Highlight am Schluss, weil man eigentlich kämpfen. Und man macht zwar Grundübungen und das Kämpfen macht natürlich Spaß, aber auf etwas muss man natürlich aufpassen. Es muss wirklich kontrolliert sein und ich vermeide Kopftreffer. Also wichtig ist ohne Kopftreffer. Und nachher macht so mega Spaß. Kommen wir vielleicht noch mal eine Runde. Ja, sicher. Aber es ist ja witzig, oder? Wenn man beim Kämpfen lachen kann. So ist es. Das macht Spaß. Das beobachte ich ständig, weil durch das mein Gegenüber immer weiß, dass ich kontrolliert bin, natürlich, haben sie so eine Freude und ich sehe dort so gerne bei 60-Jährigen eine Lebensfreude, als ob sie Kinder wären. Und das macht so Spaß, auf die Art und Weise zu kämpfen. Also jetzt habe ich doch meinen Wunsch können erfüllen da mit dem Boxen, aber jetzt machen wir noch einen Schwertkampf. Kann man probieren, ja. Im Vergleich zum Boxkampf ist natürlich mit den Schwertern anders. Und zwar beim Schwert darfst du ja nicht treffen lassen und musst schauen, dass du den Partner triffst. Und da geht es wirklich um Timing und Schnelligkeit. Und wenn Andreas kommt, das gerade mal probieren. Wichtig ist einfach, der Kopfbereich lassen wir weg und wir schauen, wer zuerst trifft. Okay. Distanz. Okay, gut. Ah, das hat schon geklappt. Genau. Einmal trifft, ist auch noch mit. Zählt, 1-1. Ich glaube, wir lassen es beim Unentschieden. Ja, okay, ist sehr cool gewesen da bei dir im Dojo. Mal, danke vielmals danke für den Einblick. Danke für die Möglichkeit. Jetzt bin ich gespannt, was der Andreas für eine Wahl treffen wird von dieser Vielfalt, die ich jetzt ihm vorgestellt habe. Ja, das ist ja schwieriger als bei dieser Kindersendung 1, 2 oder 3. Als grosses Kind gefällt mir natürlich der Indoor-Spielplatz sehr gut. Aber das war auch sehr spielerisch gewesen jetzt. Das mit dem Schwert und Boxen, das war immer schon mein Wunsch gewesen. Und jetzt habe ich dürfen gegen dich einen 16-fachen Weltmeister boxen. Das ist einfach das Beste für mich. Super. Danke vielmals, danke für die Möglichkeit. Ja, wir bedanken uns von TV Rital, dass wir hier da sein im Budokan in Nendlen. Das war es vom dritten Teil der Ritaler KMU-Tour. Mit dem kann ich jetzt gleich noch schnell im Indoor-Spielplatz. Natürlich, klar.